für mein Schicksal bin ich selbst verantwortlich und auch dafür, das Beste daraus zu machen. Für mich gilt das eben besonders in Bezug auf meine Postpolio. Man ist ja dann so reduziert, dass man überlegt, was ist eigentlich wichtig für mich. Damals, wenn jemand mir das genommen hätte, hätte ich gesagt, nimm's weg, ich will es nicht haben. Und heute würde ich sagen, eigentlich war es ein großes Glück, dass ich durchgehalten habe. Insofern kann man halt auch mit einer chronischen Krankheit seinen Frieden schließen und versuchen damit, soweit es geht, eben normal zu leben, möglichst viel wieder machen zu können. Ich brauche das Seabrace, um wirklich so leben zu können, wie ich leben möchte. Ich habe das Laufen insofern neu erlernt, als ich gelernt habe, wieder zu laufen, weil mit 8 Jahren konnte ich das schon mal laufen. Das ist, als wenn man ein Geschenk bekommt.